Hallo Leute, da bin ich's wieder, euer WWE-Sammler 14. Heute mit einem FCWM-Video, das ich jetzt zum zweiten Mal versuche aufzunehmen, denn vorher ist meine Kamera aufgeschmiert. Deshalb ist das FCWM auch schon offen, aber ich habe noch nichts rausgenommen. Das FCBM ist von einem Fan von mir oder von einem zukünftigen PokéTuber, der jetzt bald einen Kanal macht. Aber erst wollte ich nochmal Danke für 1000 Abonnenten sagen. Ich habe es endlich geschafft. Vielen, vielen Dank. Das ist nur durch euch möglich. Und einfach der Hammer. Und ja, das FCBM, guckt euch das an. Das ist richtig dick. Den Namen werde ich unten in den Link in die Beschreibung schreiben. Alter, was ist das alles hier? Hier haben wir erstmal Karten. Oh, das sind Booster-Verpackungen. Irgendwie, da ist auch irgendwas von Pokémon drin. Also Karten oder so. Hier steht Note. Das wird bestimmt der Brief sein. Und hier sind noch irgendwelche... Ja, da kommen wir später dazu. Jetzt hier erstmal der Brief. Moin Moin, deine Videos sind echt gut und ich finde, du hast das hier verdient. Boah, danke. Ich freue mich hier schon jetzt schon. Ich würde mich riesig auch freuen, wenn du ein paar Karten senden würdest. LG 23 zockt. Oder so. Steht hier. Ich kann es nicht lesen, aber der Name kommt auch erst noch ein. Der Joke ist nicht ernst gemeint, wirst du schon sehen. Okay. So, hier haben wir erstmal die ganzen Tattoos, sowas, richtig cool. Und Sticker vom Pokémon Day, hatte die bestimmt, die habe ich nämlich auch. Sehr geil, schon mal vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, was ich jetzt als erstes öffnen soll, er hat keinen Brief reingetan, aber ich öffne jetzt einfach mal hier diese Hüllen hier. Okay, wir hätten ein Ninjask, Felino, Pantimimi, Burmadam, Planas, Taubsi, Mirapel, hier Folipurba mit einem richtig geilen Artwork, Kapilz, Hornliu, Murabel, Kamaup, Golbat, eine Ding, Pflanzenenergie, wieder eine Pflanzenenergie aus dem neueren Set und hier drei ältere Energien, Feuer und zwei Kampf. Schon mal sehr vielen Dank dafür. So, jetzt kommen wir zum größten Teil, denke ich einfach mal hier. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Hier hatten wir erstmal Magnete oder was das ist. Sind das Magnete? Ja, das sind Magnete. Original verschweißt. Geil, die habe ich noch nicht. Vielen Dank. Von Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Mit Ho-Oh und Lugia. Ist ja mal richtig cool. Die wollte ich schon immer haben. Danke. So, und jetzt kommen wir zu Booster. Die Booster sind zwar schon geöffnet, aber es sind Karten drin. Und es ist hier auch nummeriert. Hier haben wir 0, 1, 4 ist das hier, 5 ist das hier, was ist das? 3, das ist 3. Da wird das 2 sein, oder? So, machen wir einfach mal das aus 2, weil hier steht 4, 3, 4, 5, 6. Okay, wir fangen an mit den Boostern. Mit der Nummer 0, Majestätischer Morgen, Darkrai. So. Da hatten wir ein Murabel, Hundemon, Postelka, Aerodactyl und ein Squirtle. Cool. Alle aus den Trainersets, aus Aufstieg der Rivalen. Dann geht's weiter mit der Nummer 1. Lombrero. Loaded, Morbites und ein süßes Evoli aus POP3. Cool, das habe ich auch noch nicht. Vielen, vielen Dank dafür. Evoli sind sowieso super süß. Dann machen wir weiter mit der Nummer 2. Mit einem HS Entfessel Pack. Da hatten wir ein CD Mantur Reverse. Wie geil ist das denn bitte? Zoroark Holo, geil. Burmy Reverse und ein Miltank Reverse. Cool. Dann geht's weiter mit der Nummer 3. Majestätischer Morgen. Es wäre ein altes Pack, glaube ich, hier. Ein Ponita, Rabidash, Glumanda, Glutexo, Abra und Kadabra. Yay, Simsalabim. Nee, also die alten Karten haben sowieso einfach die besten Artworks. Da kann man sagen, was man will. Dann geht's weiter mit der Nummer 4. Da hätten wir ein First Edition. Kleinstein und ein Feulige. Cool. Dann geht's weiter mit dem Nummer 5 und 6.
jetzt boost ich mich auf. Jetzt. Hier, wir haben eine Energie. Eine Psychoenergie nochmal. Ein Deoxys vom Pokémon Day. Das ist richtig cool. Vielen Dank. Und ein Quapuzzi. Alter, das hätte ich wirklich nicht verdient, glaube ich. Und hier die Nummer 6. Alter! Deine Mutter Level X. Level X. Nee, ich nehme es nicht ernst. Geil. Pokepower. Mannsweib. Einmal während deines Zugs kann deine Mutter Level X ein gegnerisches Pokémon verprügeln. Es ist jetzt verwirrt. Überraschung. Deine Mutter schlägt wild um sich und fügt jedem Pokémon im Spiel 30 Schadenspunkte zu. Das ist so geil. Hammer. Die werde ich auf jeden Fall zu meinem Signature, also zu meinen Karten dazu tun. Okay, vielen Dank auf jeden Fall für das richtig geniale FCBM von dir. Also cool, genial. Also ich freue mich immer, ihr könnt mir wirklich immer was senden. Also vielen Dank schon mal. Auf jeden Fall, am meisten haben mich hier diese Magnete gefreut. Die kommen auf jeden Fall bei mir irgendwo hin. Und vielleicht gehst du auch zum Pokémon Day dieses Jahr nach München oder Nürnberg. Dann können wir uns vielleicht mal treffen. Aber ich glaube eher nicht, weil du wohnst ja vielleicht weiter weg. Das war's auf jeden Fall von mir mit dem Video. Ich verabschiede mich mit meinen hier Bildern, die ich noch aufhängen muss. Hier ist übrigens das neue Coverbild des neuen Albums von Helene Fischer, Farbenspiel. Aber das würde euch vielleicht nicht so interessieren. Und hier meine Lehnewand, da müssen hier oben noch Bilder hin. Aber ansonsten, also die Bilder kommen dann auch überall rundum hin. Hier sieht man natürlich mein Prachtstück hier. Wie ich da mit Helene nach Nürnberg Foto machen durfte. Sehr geil. Da bin ich richtig stolz drauf, aber das würde euch jetzt nicht so interessieren. Das war's mit dem FCBM. Vielen Dank dafür und ich sage tschüss, bis dann.